Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt der Demo zu Final Fantasy VII Rebirth, dem zweiten Teil zu Final Fantasy VII, wo es halt da anschließt, wo wir im letzten Teil aufgehört haben. In der ersten, ja, ne? Version, ja. War ja beim, ist ja das Remake zu dem ersten, Final Fantasy VII und es war ja auch schon auf mehreren Disc und das ist so ähnlich. Ja, dann wollen wir mal anfangen, ne? Ja. Wir machen easy. Ja, aktiv, ne? Nehmen wir. Ja. Und ich, ja, teste das mal an. Ich habe schon vorbestellt. Also ich werde es definitiv spielen. Ja. Schauen wir mal. Action. Beeil dich, Cloud. Ah ja. Okay. Na dann, lass mal hören. Dieser Sephiroth, was genau hast du mit dem eigentlich am Hut? Tifa, ist das okay für dich? Ja, ich denke schon. Erzähl ruhig alles. So, wie er sich erinnert, ne? Es begann vor 5 Jahren. Ich war damals 16 Jahre alt. Als Soldat hatten wir kaum was zu tun. Und wenn, dann nur Sachen, die mich nicht wirklich interessieren. Bis ich auf einmal diesen einen Auftrag erhielt. Im Team mit dem Leben Sephiroth. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Dabei war er nur, so ein Dings, ne? Er war ja nicht mal Soldat. Zack war ja Soldat. Das gießt wie aus Kübel. Er war einer von denen. Mit den Helmen. Ist alles klar? Geht schon. Sieht aber nicht so aus. Also, mir wird ja beim Fahren glücklicherweise nie schlecht. Ah, ja. War das vielleicht Zack? Klar doch, klar doch. Er ist nervös. Ja, das war Zack. Nicht er. Er hat da unten in der Ecke gesessen. Ist gar nicht so leicht. Kinder. Ja, das war aber Zack, der da hey. Kniebeugen gemacht hat. Wofür schickt man uns eigentlich diesmal raus? Hoffentlich nicht wieder so ein Turks-Quatsch. Das wäre echt hart. Ach ja. Wofür das bin war ich Zack. Denn jetzt Rang 1? Unverschämtheit, dass die den Krieg einfach so beendet haben. Ich konnte noch das gar nicht zeigen, was ich drauf habe. Dabei will ich doch ein Held werden, so wie du. Wir werden einen alten Makroreaktor untersuchen. Ja. Also leider eher so ein Turks-Quatsch. Tja. Ach, was aber wir kennen ja die Wahrheit aus Crisis Core. Wo geht's hin? Ne? Nach Nibelheim. Ja. Das ist ja meine Heimat. Ungeheuer versperren den Weg! Ah ja. Naja, Cloud hat eigentlich eher in der Ecke gesessen und Zack ist da rumgeturnt. Ja, das ist halt Zacks Sicht, ne? Ja. Weil es ist ja auch Zacks Schwert. Cloud, übernimm den da. Jupp. Dann übernimm du den. Das ist der Grund, warum er ein Held ist. Aber man hat anscheinend an seinen Erinnerungen rumgepusht.
Ja. So ein Turksquatscher. Warte im Wagen. Nichts da. Geht schon. Oh. Wir spielen Sephiroth. Na, 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 na. Sephiroth. Ja, der Unterricht ist ganz schön der Untergrund ist ganz schön glitschig, ne? Tja. Aber Zack ist ja auch ein bisschen vorschnell. Sephiroth war eine Klasse für sich. Ich bin mir zumindest sicher, dass das mal wieder eine von diesen verdrehten Erinnerungen ist. Ihr wolltet nach Nibelheim? Da wurde doch der erste Reaktor gebaut. Tja. Nicht? Ich weiß noch, es war im September. Mit dem Reaktor stimmte was nicht. Alle waren ziemlich besorgt. Und überall diese Ungeheuer. Sogar direkt um das Dorf herum. Damit fing es an. Die Nibelheimer waren damit überfordert. Also haben sie sich an Shinra gewandt. Und der Trupp, den man schickte, waren wir. Ja, aber nicht ganz so, wie du es in deiner Erinnerung hast. Die Szene kennen wir ja. Aus der Perspektive von Zack. Wie fühlt es sich an? Nach all den Jahren wieder zu Hause. Als jemand ohne Heimat ist mir das fremd. Oh. Und deine Eltern? Tja. Meine Mutter hieß Genova. Sie starb kurz nach meiner Geburt. Mein Vater... Moment mal. Genova? Wie das Ding im Shinra-Gebäude? Ja. Dazu komme ich noch. Wozu erzähle ich das? Kommt, weiter. Oh. Tja. Herzlich willkommen. Ich bin der Bürgermeister Sander. Ah ja. Welch eine große Ehre, dass man gleich den Helden Sephiroth geschickt hat. Nun dann, wenn ich bitten dürfte. Bis zum Deswegen Abend hat bist du freigestellt. Tifa ihn ja auch nicht gesehen, weil er halt einen Helm auf hatte und sich nicht getraut hat zu sagen, dass er kein Soldat ist. Das Hauptmenü mit. Öffnet sich das Hauptmenü. Dort kannst du den Status deiner Charaktere oder dein Inventar überprüfen. Deine Ausrüstung wechseln und Materien, Waffen und Accessoires einsetzen. Außerdem hast du hier die Möglichkeit, im Menüpunkt Einstellungen unter System viele Spieleoptionen nach deinen Präferenzen zu konfigurieren. Bewegungsarten. Im Gelände kannst du mit spezielle Bewegungen wie Rollen oder Springen ausführen. Welche Bewegungsart dir zur Verfügung steht, hängt vom aktuellen Terrain, der Steuerungsart und Clouds Gemütslage ab. Ah ja. Nein, mir ist nicht nach Springen. Vielen Dank, dass Sie den weiten Weg auf euch genommen haben. Na, endlich haben Sie Hilfe geschickt. Huch. Ein Glück, dass ich noch nicht den Level ab. Ein bisschen größer als bei Zack, hier ist es sicher. Ich frage mich nochmal, wo war denn nochmal. Und keine Sorge, für eure Expedition. Nee, nicht größer, aber es ist halt offener. Wo war nochmal das Zuhause? Also von ihm. Ah ja. Ist nicht auch hier irgendwo? Von... Nee, hier hat Dings gewohnt, ne? Angel, ne? Und seine Mutter, ne? Oder irgendwie sowas, ne? Mein Zuhause. Ich glaube hier. Das hat nichts mit dem Vorfall zu tun. Na, ja, aber du bist freigestellt. Mich interessiert's trotzdem. Mich auch. Ah ja. Erzähl ruhig ein bisschen. Ja, komm.
Mein Vater ist gestorben, als ich noch ein Kind war. Außer meiner Mutter war also niemand zu Hause. Ich hatte sie seit etwa 2 Jahren nicht gesehen. Tja. Und es sollte das letzte Mal sein, dass ich es tat. Hm? Schon unterwegs! Nicht wahr? Cloud, du hier? Aww. Hallo, Mama. Ach, wie schön. Komm schon rein. Lass dich mal anschauen, junger Mann. Oh, wie süß. Hm. Steht dir wirklich ausgezeichnet? Aww. Ihr habt ja schicke Uniformen bei Soldat. Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Das war sie auch so. Und was ist mit der Liebe? Oh. Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Ah, eher nicht. Nicht wirklich. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Ja, stimmt. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen. Oh. Weißt du? Ich komme. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Ah, ja. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Wie Arif? Oder wie Tifa? Du bist auch vernünftig. Sag mal, Cloud. Aber weißt du, Cloud? Findest du nicht, Cloud? Oh. Keine Angst. Ich werde immer, immer. Das reicht jetzt aber. Oh. Drücke Hm, um deine aktuelle Position auf deiner Karte zu studieren oder deinen Fortschritt in der Story zu überprüfen. Boah, was für ein Schwert! Darf ich's mal halten? Nope. Oh. Ja, dann gehen wir da nochmal hin. Da? Ja. Ah. Wo sind wir? Also muss ich... Da, in die Richtung, ne? Nein. Ja, doch. Ja, einmal hier rum, ne? Doch, hier. Ah, da, okay. Oh, cool. Hi. Oh, Entschuldigung. Einer von Shinras Soldaten, hä? Und Sie? Mein Name ist Sangan. Ich reise hier quer durch die Lande, um den Kindern meine Kampfkunst zu lehren. Ah, ja. Hm? Hm? An den kann ich mich aber nicht erinnern. Definiert, aber viel zu mickrig. Iss mal mehr. Ah, ja. Lassen Sie das. Wär doch auch mein Schüler. Hm? Hab ziemlich viele in deinem Alter. Genau genommen? Exakt. 128. Ah, ja. Hier in Nibelheim unterrichte ich ein Mädchen namens Tifa. Ah! Kennst du sie vielleicht, diese Tifa? Ja. Ja. Ist ziemlich talentiert. Wird sicher stark. Ja. Niemals. Doch. Wie bitte? Wie kann man nur so blind sein, Cloud? Ist halt lang her. Ach, das war die Gegenwartstifa, die Bi wie bitte gesagt hat. Okay. Muss ich wieder nach draußen? Ja. Okay. Ah ja, da vorne. Da haben die früher gesessen. Wie war es? Auf dem Wasserturm. Ganz so wie immer.
In den 2 Jahren in Midgar hatte sich rein gar nichts geändert. Wirklich? Ja, doch ein bisschen. Du solltest nicht runterfallen. Okay. Ja, wir spielen halt auch die Erinnerungen durch, ne? Leute. Ja, ne? Was? Damals habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber wenn ich jetzt so daran zurückdenke, verhielt sich Sephiroth irgendwie komisch, seit wir Nibelheim erreicht haben. Ja, das stimmt. Oh? Ist draußen was? Und das hatte was mit Genova zu tun. Hä? Sie kommt mir so bekannt vor. Tja. Sephiroth. Vielleicht bist du ja auch von morgen hier. Morgen ist ein großer Tag und es geht früh los. Mhm, weiß ich. Also ruh dich gut aus. Klar, mach ich. Das hat er ja eigentlich zu Zack gesagt. Das waren ja alles Gespräche, die er mit Zack geführt hat. Na. Mhm. In der Nacht konnte ich kaum schlafen. War nervös, aber auch gespannt. Aber wieso hat er gespannt? 6 Erinnerungen? Ehrlich gesagt, ich auch. Wieso das? Tifa hat uns ganz schön überrascht. Ja. Etwa den Unfall schon vergessen? Das ist doch schon lange her. Ich denke, sie ist jetzt alt genug dafür. Ja. Yeah. Wir warten noch auf jemanden. Jawohl. Hey, hey! Sephiroth, bitte. Ich sollte die Führung übernehmen. Sie ist noch nicht... Papa! Tifa, überleg's dir. Noch ist Zeit. Davon will ich nichts mehr hören. Was soll in Begleitung von 2 Soldaten schon passieren? Tifa! Guten Morgen. Ich freue mich wirklich sehr. Tifa? Führst du uns etwa? So sieht's aus. Schließlich kenne ich mich hier am besten aus. Kannst jeden im Dorf fragen. Viel zu gefährlich. Was soll schon passieren, wenn du sie beschützt? Tja. Los jetzt. Oh. Und auch das war 6-Part. Ein Foto bitte. Wir brechen auf. Tifa. Da hätte man auch fragen können. Anstatt ihn von hinten zu fotografieren. Nur ein Foto. Ist doch schnell geschehen. Tu mir schon den Gefallen. Tja. Hey. Das Foto existiert nicht mehr. Davon? Also zumindest so. Weil auf dem Foto ist halt Zack mit drauf, ne? Danke. Bitte lächeln! Das klingt ja regelrecht spaßig. Tja. Eins noch. Das war es auch. Oh. Die haben beide da, also sorry. Cloud hat am Rand gestanden. Der Reaktor steht mitten im Nibelgebirge. Mhm. Die Luft war genauso kalt, wie ich sie von früher in Erinnerung hatte. Ah ja. Deswegen ist sie mit so kurzen Sachen unterwegs. Sprinten. Es gibt 2 Arten im Spiel zu sprinten. Halte entweder gedrückt oder drücke kurz um automatisch zu sprinten, bis du stehen bleibst. Beim Sprinten werden Hindernisse automatisch überwunden. Shrindra Frachtkisten zerstören. Mit kannst du nicht nur im Kampf angreifen, sondern auch in der Gegend herumstehende Frachtkisten von Shrindra zerstören und auch aus Gegenständen erhalten oder deine MP per Makoni teilen. Allerdings sind solche Aktionen nicht überall möglich.
Ja, das hatten wir schon. Hui! Dann wollen wir mal. Das Nebelgebirge ist ein bisschen berühmt geworden, weil man hier den ersten Makoreaktor überhaupt gebaut hat. Inspiziert, aber dieser hier ist zweifellos am schönsten gelegen. Ja. Die Landschaft ist beeindruckend. Glaub mir, man gewöhnt sich dran. Ihr bei Soldat habt's echt gut. Seid immer auf Reisen. Auch nicht immer. Klingt romantischer, als es in Wirklichkeit ist. Ja. Viel zu sehen kriegen wir trotzdem. Beneidenswert. Es ist offener, ne? Als mit Zack, wo man halt wirklich, nur auf den Pfad gehen konnte. Wenn man wirklich das Gefühl hat, die gehen hier über Stock und Stein. Ach ja, da freue ich mich schon. Oder bin ich zu schnell? Nö, nö. Kein Problem. Aber geh nicht so weit vor. Ich dachte, wir haben Eile. Schon, aber du brauchst dich nicht so zu verausgaben. Davon bin ich weit entfernt. Ei. Mir schließlich fleißig. Was du nicht sagst, haben wir Tja. Glück. Naja, es geht ja auch darum, dass wenn wir angegriffen werden, dass sie ja nicht so weit vorne sein soll. Das hat ja nichts mit Verausgaben zu tun. Aber hier könnten schließlich Monster sein, ne? In der Nähe des Dorfes auf. Ah. Was jetzt? Das erledige ich. Bitte, nur zu. Geht klar. Okay. Captain McCloud, führst du einen Angriff mit dem Schwert aus. Halte gedrückt, um einen Flächenangriff folgen zu lassen. Bedingt durch Faktoren wie der Position der Gegner kann dieser unterschiedlich ausfallen. Ah ja. Luftangriff. Angriff. Okay. Jetzt oder nie. Alles geben. Jetzt. Finish. Dann können wir mal ein bisschen angeben hier. Wahnsinn. Ja. Ach was. Mit den Ungeheuern hier. Wirst du auch allein fertig, oder? Ja. Na, was hast du denn gedacht? Ich übernehme, Sephi Ross. Ganz wie du meinst. Natürlich schaffen wir das. Ist ja eigentlich auch Zack und nicht Cloud. Alarmierte Gegner! Wenn du dich an einen Gegner näherst, ist er alarmiert und eine entsprechende Leiste erscheint. Ist diese gefüllt, entdeckt dich der Gegner und greift an. Du kannst dich zurückziehen, um einen Kampf zu vermeiden oder mit einem Präventivschlag ausführen. Ist dieser erfolgreich, wird Präventivschlag eingeblendet und deine ATB-Leiste füllt sich bei Bekampfbeginn geringfügig auf. Auch nach einem Angriff kannst du aus den meisten Kämpfen fliehen, indem du dich weit genug vom Gegner entfernst. Leg los! Ich weiß. Oh. ATB-Kommandos. Wenn du im Kampf deine Gegner mit angreifst, lädt sich dabei deine ATB-Leiste und bis zu zwei Einheiten auf. Ist deine ATB-Leiste ausreichend gefüllt, kannst du mit Fertigkeiten, Magie oder Gegenstände einsetzen. Dabei werden abhängig vom Kommando ein bis zwei ATB-Einheiten verbraucht. Ich habe einfach weitergedrückt, weil ich angreifen wollte und nicht damit gerechnet habe, dass da gleich wieder eine Dings kommt. Ja. Bringen wir es hinter uns. Damit habe ich nicht gerechnet. Das lief ganz gut, oder? Naja. Da oben lang. Ah, die Gegend ist schon schön gemacht.
Ja. Huh. Das läuft wohl schief. Hinter dir. Achtung, nicht einschlafen, Herr Soldat. Aha. Ja. Den übernehme ich. Blocken und ausweichen. Du kannst gegnerische Angriffe mit Hieb blocken oder ihn mit Hieb ausweichen. Erfolgreiches Blocken mindert nicht nur den erlittenen Schaden, sondern lädt auch die ATB-Leiste auf. Präzise Abwehr, indem du Angriffe blockst, kurz bevor sie dich treffen, kannst du Schaden vollständig verhindern. Das war klar. Na komm. Alles geht. Na geht doch. Das war keine große Sache. Na dann. Wo ist sie hin? Ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Gegner anvisieren. Hast du die Möglichkeit, einzelne Gegner durch die Luft fliegen oder sich mit hoher Geschwindigkeit vorbewegen, als Ziele zu erfassen? Dein Auftritt. Arbeit für dich, Klaus. Ja. Bringen wir es hinter uns. Oh, Mensch, mit den Blocken, ne? Warum sollte ich? Mensch, geh doch mal dahin. Meine Güte. Natürlich. Ja, das war nämlich eigentlich Cloud. Das war mutig. Danke. Bleib zurück. Und das war wieder Sex. Eigentlich. Das wird so nicht. Bringen wir es hinter uns. Alles geht. Na geht doch. Das könnte länger dauern als gedacht. Ja. Nicht, wenn wir rennen. Das machen wir nur, wenn wir absolut müssen. Beim nächsten Mal hat das Mädchen vielleicht nicht so viel Glück. Stimmt. Auch gut, dann gehe ich eben vor und räume uns den Weg frei. Das schaffe ich mit links. Ja. Noch was Zack sagen würde. Wollen wir hoffen. Klar doch, wir treffen uns oben. Materia einsetzen. Über die Sektion Ausrüstung und Materia. Im Hauptmenü kannst du deine Waffen und Rüstungsgegenstände ab sofort frei mit Materia bestücken. Probier's mit Cloud einfach mal aus. Ja. Warum nicht? Du kannst nur Materia in deine Waffen und Rüstung einsetzen. Versuch es doch mal mit der Materia-Analyse. Materia werden über das Menü Ausrüstung Materia eingesetzt. Gehe zum Menü Ausrüstung und Materia. Wähle nun Cloud aus, um eine Materie in einer seiner Ausrüstungsgegenstände einzusetzen. Drücke M, um eine Materie einzusetzen. Oben befinden sich Materia-Slots für Waffen und unten für Rüstungen. Wähle einen leeren Materia-Slot und drücke X. Oder M.
Wir sollen Analyse reinmachen, ne? Es erscheint eine Materialiste, aus der du eine Materia zum Einsetzen auswählen kannst. Wähle die Materia-Analyse aus. Die Materia wurde erfolgreich eingesetzt. Durch das Einsetzen von Materia kannst du neue Magie und Fertigkeiten aktivieren oder deine Statuswerte verbessern. Probiere verschiedene Materia-Kombinationen für deine Waffen und Rüstung aus, um deine Möglichkeiten optimal zu nutzen. Materia verbessern. Materia an Waffen und Rüstungsgegenständen erhalten nach Kämpfen FP, Fertigkeitenpunkte, und steigen nach einer bestimmten Menge Fertigkeitenpunkte eine Stufe auf. Ihr Effekt wird dann verstärkt, was in stärkerer Magie oder Statusverbesserung resultieren kann. Am Beispiel der Materia Glut, Feuer, Feuerer, Folger. Jo, Ausrüstung und... Na komm. Achso, Fotomodus. Im Haupt- und Pausenmenü kannst du mit in den Fotomodus wechseln. Das Spielgeschehen wird dann eingefroren und du hast die Möglichkeit, den Kamerawinkel nach Lust und Laune zu ändern und Farbfilter anzuwenden, um den perfekten Moment festzuhalten. Im Verlauf der Handlung werden neue Filter verfügbar. Ja, danke. Nein. Nein, danke. Die Ausrüstung von Cloud kann momentan nicht geändert werden. Ah, nee, das will ich doch gar nicht. Ich will doch hier unten. Da. Ach, wir haben noch nicht so viel. Und die sind schon drin, ne? Okay. Gut. Wie gesagt, Vollversion schon vorbestellt. Das brauchen wir nicht über den Store. Wollte ich doch gerade. Ein Präventivschlag. Wenn du drückst, setzt dein aktiver Charakter seine Spezialfertigkeit ein. Cloud wechselt mit Haltungswechsel aus seiner ausgewogenen Around-Haltung in die Offensivhaltung. Dieser ermöglicht stärkere Angriff auf Kosten der Defensive. Ziemlich schwach. War doch gerade ein präventiver Angriff, aber kam mal wieder dieser, ne? Jetzt. Text. Nehmen mal diese Wall of Text. Jetzt oder nie. Clouds Offensivhaltung. In seiner Offensivhaltung bewegt Cloud sich langsamer, kann dafür aber stärkere Angriffe ausführen. Außerdem ist es möglich, geblockte Nahkampfangriffe zu kontern. Allerdings kann Cloud in der Offensivhaltung keine Distanzangriffe oder Magie blocken. Durch Ausweichen wechselt Cloud automatisch zurück in die zur Around-Haltung. Bring mir das, das wäre erledigt. Ja. Ah ja, stimmt, wir sollen ja vorgehen. Oder er hat angeboten, was er vorgeht. Damit es sicherer für tiefer ist. Jetzt geht's los! Alles geht! Neuer Versuch. Bringen wir's hinter uns! Lief ganz gut, oder? Joa. Genau. Ah. Aber wir haben ja auch Dings, ne? Ja, hier, komm. Ich glaube, das reicht. Das reicht. Warte mal, wir können mal auf die Karte gucken. Ich müsste eigentlich in die richtige Richtung laufen. Na komm, mach doch mal die Tür auf. Na, oder? Dankeschön. Das können wir nämlich gut gebrauchen. Nö. Da oben haben wir übrigens auch noch was. Wo ich denn da hin? Ah! So komme ich da hin. Ah, und die können wir doch gleich einsetzen, oder? Nice.
Was? Da geht's nicht hier weiter. Die Brücke ist schon vor einiger Zeit eingestürzt. Komm wieder runter, okay. Ja? Ja. Ah, mit der Umgebung interagieren. An Orten, die mit markiert sind, kannst du mit der Umgebung interagieren. Dich also zum Beispiel durch eine enge Felsspalte zwängen oder eine Leiter hinaufklettern. Ja, das machen wir. Das kann ich ja nicht wissen. Uns wurde angezeigt, wir müssen da oben langlaufen. Außerdem haben wir die ganzen Monster hier ja beseitigt, ne? Wir müssen ja gucken, dass das Terrain sicher ist. Ah, ihr seid schon hier. Das Gebiet ja, sehr schön. Gehört vollständig Shinra. Ah ja. Ablehnen. Dachte, du würdest reichen. Zum Glück habe ich mich anders entschieden. Ah ja. Nach dir. Gern. Na, Tifa freut sich. Und ich dachte, im letzten Dings hat er sich schon aufgeklärt. Ich meine, hat sich da nicht schon aufgeklärt gehabt, dass Cloud nicht Soldat war? Und dass da was irgendwie schiefgelaufen ist? War doch irgendwie, oder nicht? Oder wann fand das Gespräch hier statt? Ich weiß ja auch nicht, wo das Gespräch hier stattfindet. Zu welchem Zeitpunkt in der Gegenwart. Vielleicht auch schon, ne? Ah. Welche Materie ist das denn? Ah, warte mal. Ja. Dann würde ich tatsächlich hier Analyse reinmachen. Hier das. Und da kommt dann Dings rein. Nö. Ja. Irgendwie so eine Art. Hätten wir auch auf Heilen machen können, aber. Ah, das ist natürlich kaputt. Na gut, dann gehen wir hier weiter. Und drücken mal wieder kleine Knöpfchen. Weil wir das so gut können. Oh, die Musik schon wieder, ne? Die ist wieder richtig gut. Mal wieder sehr nostalgisch. Und da ist schon wieder ein Gegner. Oder? Ist das nur ein Kran? Ah, ich glaube, das ist ein Gegner. Au. Doch, irgendwie schon. Ein bisschen zumindest. Okay, wir müssen hier lang. Natürliche Makrogase. In diesem Gebirge scheint es noch immer reiche Vorkommen zu geben. Atmet mit. Ja. Auf eine Makrovergiftung kann ich verzichten. Ja. Könntest du verzichten, aber leider hast du damals eine erlitten. Ah ja. Erhöhte Konzentration von Makrogasen. Liftbetrieb ausgesetzt. Das war klar. Die überschüssigen Makrogase müssen mit einer Luftfilteranlage abgesaugt werden.
ist das die Dings? Müssen wir die da ranschieben? Nein. Drehen wir mal. Das Ding hat aber auch Panzersteuerung. Ah. Okay. Verstehe. Das ist wie so ein riesiger Reinigungsroboter, der da hinten angeschlossen ist. Oh, da hinten hin. Erinnert mich an meine Zeit an Lidl, bei Aldi. Entschuldigung. Bei Aldi. Wo ich da dieses, Ding da geschoben hab. Kann man ja auch mal verwechseln, ne? Ist ja auch schon ewig her. Da hatten wir auch so einen, also Bodenwischer. Die haben die ja immer noch. Und da durfte ich auch mal schieben. War ganz lustig, es war, ne, ja, eigentlich mit das Lustigste. Das war nicht ganz so lustig. Naja. Oder wie man sagen würde, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Komm ich hier rüber? Nein. Muss ich hier rüber? Ist da was? Nein. Okay. Ah, hier ist noch was. Sehr schön. Dann gehen wir mal weiter. Ah ja. Da vorne müssen wir hin. Und es regnet. Natürlich regnet es. Weiter. Ja, ganz schön langer Weg. Damals kam mir der nicht so lang vor. Mit Zack. Aber gut. Hier wird mir immer etwas mulmig. Ah ja. Einfach Augen zu und durch. Hey, ich gehe voran. Ah ja. Ich hoffe, die fällt nicht, ne? Ich hoffe, die stürzt nicht ein oder so. Oh, ich kann verstehen, ob ihr mulmig wird. Ah, ich sollte nicht nach unten gucken. Ja. Ja. Mhm. Abseilen. Bitte. Uh-oh. Hey. Er macht das mit Absicht. Wir fallen eh alle. Das war damals auch nicht. Mit drin. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn das damals drin war, dass... Dings... Zack ihn gerettet hat. Ja. Huch. Mhm. Ganz schön gefährlich. Er hat ihn nicht gefunden, oder? Au. Hoffen wir, dass er Glück hat. Ja. Kennst du den Weg? Ja. Das Dorf
fliegt flussabwärts. Nicht weit. Wir müssen aber zum Reaktor. Kannst du uns hinführen? Ich fürchte nicht. Tut mir leid. Verstehe. Aber wir können dich nicht allein lassen. Du kommst also mit. Okay. Ah ja. Und ab jetzt kämpfe ich mit. Werde dich ein wenig beobachten. Im Ernst? Wer weiß. Ah ja. Sephiroth. So, die Demo soll ja 90 Minuten gehen und ich habe jetzt 45 Minuten rum. Ich werde jetzt erstmal pausieren, um danach am Schnitt irgendwie zu entscheiden. Ja, ne? Okay. Je nachdem, wie schnell wir sind. Ja, guck ich mal. Klettern. Mauern und Felswände, die dir Halt bieten, kannst du hinaufklettern. Nähere dich ihnen, um hochzuspringen und tangle dich dann mit von Halt zu Halt. Das funktioniert übrigens auf dieselbe Weise auch nach unten. Oh nein! Sag nicht, der Kantenmaler war mal wieder unterwegs. Der Kantenmaler mit seiner tollen gelben Farbe hat mal wieder die Kletterkanten angemalt. Da komme ich also nicht hin. Schade. Oh, tiefer. Ich habe hier unter den Rock geguckt. Also unabsichtlich. Ich wollte nur gucken, ob ich da hinten auch hinkomme. Ah, eine Bank. Rastpunkte. Wenn du dich auf Bänken an sicheren Orten oder den Betten in Herbergen ausruhst, werden deine TP und MP vollständig geheilt. Ja, das machen wir doch mal vorm Kampf. Einmal kurz hinsetzen, ausruhen und dann kann es weitergehen. Na komm. Oh, was sehen meine müden Augen denn da? Das schaffst du. Zwischen Charakteren wechseln. Du kannst zwischen den Charakteren in deiner Gruppe wechseln, um einen Vorteil aus der jeweiligen Kampfsituation zu ziehen. Außerdem ist es möglich, deinen Gefährten zu befehlen, ihre Fertigkeiten einzusetzen oder wechseln zu müssen. Wechseln des aktiven Charakters. Gefährten Befehle geben. Du kannst auch während des Blockens zu einem anderen Charakter in deiner Gruppe wechseln. Sephiroth stärken. Drücke H, um Nahkampfangriffe mit Sephiroths Schwert Masamune auszuführen. Gedrückt halten führt stattdessen einen Distanzangriff aus. Nach einer bestimmten Anzahl erfolgreicher Angriffe können mit H Folgeangriffe wie Klingenstoß oder Schwerttanz angewendet werden, die Limitleiste aufladen. Während des Blockens mit H fahrt Sephiroth in seiner Konterstellung. Drücke zeitlich auf den gegnerischen Angriff abgestimmt H, um ihn zu parieren. Naja. Genug. Sind halt nicht stark genug, ne? Ist das alles? Naja. Anführer wechseln. Der gegenwärtige Anführer der Gruppe ist Sephiroth. Der Anführer ist bei Kampfbeginn der jeweils aktive Charakter. In den Kampfeinstellungen des Hauptmenüs kannst du den Anführer mit ändern. Oh ja, nö. Das passt schon. Wir können auch erstmal Sephiroth nehmen, solange er noch da ist. Ja. Ja. Ziemlich konzentriert. Seht euch vor. Marco, dieser Richter ist gefährlich. Wir müssen hier schnell durch. Gut, weiter. Ja. Natürlich finden wir dann auch hier Materie. Warte. Können wir eigentlich auch die von ihm jetzt? Ah, ja, okay. Oh Gott, der hat ja ganz schön viel, ne? Was? Wieso kann ich keine reinmachen? Das ist ja gemein. Das ist ja gemein. Genau, das könnten wir machen. Ich nehme mal die mit rein, weil wir die momentan ja sowieso nicht einsetzen, Frost und Luft.
Nee. Nehmen wir lieber TP-Boost und gestärkte Attacke. Jetzt vom Kampfstil her. Oh, hier geht's nicht weiter. Wo sind hier die Kletterkanten? Ist hier irgendwas angepinselt mal wieder? Ich hab's nicht gesehen. So, und an der Stelle beende ich jetzt erstmal den Part. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Es ist eine lange Geschichte. Doch es lohnt sich, sie zu hören. Sie beruht auf dem, was ich sah. Dem, was ich hörte. Und auch dem, was ich fühlte. In ihrem Mittelpunkt der Planet, das Schicksal und die untrennbaren Bande der Freundschaft. Von all dem will ich euch nun berichten. Die Makostadt, Midgar. Der Hauptsitz des gigantischen Shinra-Konzerns, der den Lebensstrom des Planeten anzapfte, um daraus Energie und große Reichtümer zu gewinnen. Der Planet schrie um Hilfe, aber niemand vernahm sein qualvolles Flehen. Fast niemand, denn eine Ausnahme gab es dann doch. Die Anti-Shinra-Gruppierung Avalanche. Zusammen mit einem ehemaligen Shinra-Elite-Krieger namens Cloud Strife verübten diese mutigen Kämpfer einen Mako-Reaktor-Anschlag. Auf der Flucht durch Midgars zerstörten Sektor 8 traf Cloud auf das Blumenmädchen Eris. Sie gab ihm eine gelbe Blume. Als Zeichen für ein Wiedersehen. Und so setzten sich die Räder des Schicksals in Bewegung. Nach dem ersten Anschlag nahm Avalanche als nächstes Mako-Reaktor 5 ins Visier. Unwissend, dass Shinra genau das wollte. Der Konzern bog sich die Wahrheit zurecht und täuschte das Volk. So stand Avalanche plötzlich als Terrorzelle da, die mit ihren Aktionen die Slums von Sektor 7 auf dem Gewissen hatte. Gute Freunde starben. Und Verzweiflung machte sich breit. Eris sah keine andere Möglichkeit, als sich in Shinras Hände zu begeben. Eris war die letzte Nachfahrin der Zetra, der Ureinwohner dieses Planeten. Und Shinra war auf der Suche nach dem verheißenen Land, von dem die Legenden der Zetra berichten. Ein Ort, zu dem Eris der Schlüssel zu sein schien. Um ihre Freundin zu befreien, wagten sich Cloud und die anderen mutig in die Höhle des Löwen. Dort trafen sie auf mich, ein Testobjekt aus Hojos Labor. Und gemeinsam gelang es uns, Eris zu retten. Doch kaum war dies geschafft, stand uns schon die nächste Herausforderung gegenüber. Der legendäre Held, Sephiroth. Dieser bewies, dass Todgeglaubte länger leben und entkam mitsamt Genova, dem Ursprung von allem, aus dem Forschungslabor des Shinra-Gebäudes. Auch uns gelang die Flucht auf die Schnellstraße, wo wir uns eine wilde Verfolgungsjagd mit Shinras Truppen lieferten. Dann tauchte Sephiroth wieder vor uns auf. Ein ohrenbetäubendes Klagen durchdrang Mark und Bein. Die Hüter des Schicksals, die Mäuren, hüllten Midgar in Dunkelheit. Vor der Mauer des Schicksals sprach er es zu uns. Dies sei ein Scheideweg. Wir erfuhren, dass die Mäuren bis zu diesem Zeitpunkt jeden unserer Schritte gelenkt hatten. Doch jetzt waren wir am Zug.
Hinter der Mauer konfrontierten wir Sephiroth, der das Schicksal die ganze Zeit über manipuliert hatte. Mit einem gewaltigen Schlag, getrieben von unserer Hoffnung, sprengte Cloud die Ketten. Von diesen befreit und das Schicksal damit in unserer eigenen Hand, fanden wir uns in der weiten Welt vor Midgar wieder. Dies war der Anbeginn, der eigentliche Start unserer Reise in das große Unbekannte.